Papa trinkt Kaffee, Mama rührt im Tee. Baby löffelt Brei, Papa köpft ein Ei. Hund hat Durst und säuft, Papas Nase läuft. Sonntag früh um 10, Mama isst Baguette, Papa liest SZ. Baby hat jetzt Durst, Hund wittert Wurst. Papa blättert um, Fliege summt herum. Sonntag früh um 10, ein kleines Solo. Baby macht Hatschi, Radio meldet Pandemie, Auto draußen hupt, Baby pupt. Papa geht aufs Klo und leckt sich den Po. Sonntag früh um 10 und noch ein Solo. Ja, hallo, guten Tag, mein Name ist Albrecht Koch und ich sende heute von zu Hause aus, statt im Bunker in der Körnerstraße in Ehrenfeld, im Rahmen der Kunstroute, weil die ist ja bekanntlich abgesagt. Ja, stattdessen bin ich jetzt hier im Bunker zu Hause und das erste Lied war Sonntags früh um 10. Das ist ja ein Lied, wo die Welt noch in Ordnung ist, aber in Wirklichkeit ist sie alles andere als in Ordnung, siehe Corona-Krise. Ich habe überlegt, was kann ich denn hier so spielen im Bunker, und da ist mir aufgefallen, dass ich einige Krisensongs habe. Der nächste Song zum Beispiel ist ein Song über die Krise vor der jetzigen Krise. Vor Corona gab es ja die Bankenkrise, damals als die Lehman Brothers pleite gegangen sind. Ich kenne einen Typ, der ist Investmentbanker und den kenne ich schon sehr lange. Und der hat vor 30 Jahren hat er mir mal erzählt, so beim Fußballspielen, dass er arbeitet an so Software für Investmentbanking und benutzt da immer so komische Begriffe, Caps Calls, Puts, Swaps, und meinte, man könnte damit an einem Vormittag mal eben so eine Million Mark machen. Das fand ich schon sehr interessant, aber naja, eine Million, ich bin ja die Banker. Aber dann, 20 Jahre später, lese ich und höre ich überall diese Begriffe, Caps Calls, Puts, Swaps. Nur dass bei der Bankenkrise dann eben mit diesen Caps, Calls, Puts und Swaps mal eben so eine Million und noch viel, viel mehr aus dem Fenster geschmissen worden sind. Ja, muss man ein Lied drüber machen, habe ich auch, Frau Z und Herr B. Herr B. ist mein Kumpel und Frau Z. werden Sie gleich kennenlernen. Dann gucken wir mal, was die Rhythmusgruppe macht. Ja, die haben sich gerade einen genehmigt, aber jetzt geht's los. Hoffe ich jedenfalls. Ja, jetzt, glaube ich, kommen Sie. Frau Z und Herr B. Parkstraße 4, Montag um 6 Uhr. Herr B, Bad, Dusche, Deo, Rasur. Frau B, Küche, Kaffee, Toastrührei. Sie, Hausputz, Herr Porsche, A3.
Stadtzentrum, Bankhaus, kurz nach 8 Uhr. Frau Z, Rockblazer, Hochsteckfrisur. Frühstück, Apfel, R1, Kaffeehack, Handy, Klingel, Kundenauftrag. 10 Uhr, Händler, nur Caps, Calls und Swaps. Bildschirm, Markt, Daten, Meldung, Mailbox, Marktanalyse, Zertifikat, Telefon, Order, Zinsderivat, Herr B im Minus, Frau Z Gewinn, Sie T, Herr Benzo, die Azepin. 1 Uhr Lufthansa, Flug 382. Herr B, Frau Z, Seesaft, Air Bordeaux, London, Meeting, Anlage, Produkt, Beifall, Investor, beeindruckt. Downtown, Soho, 3-Sterne-Lokal, Frau Z, Salat, An O Mineral, Herr B, Bordeaux, Steak, 3 Nasen Schnee, Er locker Schlips, sie Dekolleté. Hotelaufzug, Herr B ohne Schlips. Frau Z, Frisur korrekt, kleiner Schwips. Penthouse, Suite, Win-Win-Situation. Moët Chandon, Aktion, Reaktion. Frau Z, Investment, nackter Popo. Herr B, Penis, Performance, no. Dienstag, 20 Uhr, Parkstraße 4. Frau B, Negligé, Duft von Allure. Herr B, Kühlschrank, Eis, Wodka, Red Bull. TV News, Lehman Brothers auf Null. Viva London! Sie nackt, Schlafzimmer, Herr Wodka pur. So wie immer, yeah. Ja, so war das damals. Herr B. Und Frau B. sind übrigens nicht mehr verheiratet, schon lange nicht mehr. Und die Frau Z. ist, glaube ich, auch abgehauen. Ja, das nächste Lied ist auch ein Desaster irgendwie, aber ein sehr privates. Ein Mann am Abgrund, irgendwo in Ostwestfalen. Das Lied heißt Unsinkbar und ist das Titellied meiner Platte, die auch so heißt, Unsinkbar. Dazu später mehr. Ich frage die Rhythmusgruppe, ob sie soweit ist. Ja, sie ist soweit. Unsinkbar. Jetzt. Die Sonne versinkt am Horizont. Irgendwo hinter Bad Pyrmont. Ich sitz im Zimmer Nummer 102. Nebenan rauscht laut ein Klo. Es wird Nacht im Miramar, doch da ist Licht in der Minibar. Ich trinke Gin auf Eis und höre Frank Sinatra. Ich lese deinen Abschiedsbrief, du bist so kalt wie ein Island tief. Ich geh vor Anker in der Minibar, ich bin unsinkbar.
Der Mond steht still am Horizont, irgendwo hinter Bad Pyrmont. Ich sitz im Zimmer Nummer 102. Nebenan stöhnt ein Pornovideo. Es ist Nacht im Miramar, doch da ist Licht in der Minibar. Ich trinke Gin auf Eis und singe Frank Sinatra. Ich zerreiße deinen Abschiedsbrief, ich bleib so kalt wie Corned Beef. Ich geh vor Anker in der Minibar, ich bin unsinkbar. Bum bada bada. Bum bada bada. Bum bada bada. Bum bada bada. Bum bum bum. Bum bada bada. Bum bum bum. Ba ba da ba da. Ba da bum bum. Ba da bum bum. Ba da do ba da. Es ist Nacht in der Minibar, doch da ist Licht im Pissoir. Ich pinkel Gin auf Eis, ich bin Frank Sinatra. Ich werfe deinen Brief ins Klo, geh doch weg nach Gütersloh. Ich geh vor Anker in der Minibar, ich bin unsinkbar. Ja, ich glaube, darauf muss ich mal einen kleinen Gin trinken, weil dieses Lied macht mich immer ganz fertig. Irgendwie kommt es mir vor, als wenn ich das schon mal erlebt hätte. Ist ja so, dass man einen Song schreibt und dann merkt man danach erst, irgendwie kommt einem die Geschichte bekannt vor und habe ich schon mal erlebt. Ja, das nächste Lied habe ich so nicht erlebt. Es handelt von einer Firma, die deren Angestellten in Frauenkleidern rumlaufen. Sie wissen wahrscheinlich jetzt, was ich meine. Wenn nicht, drei Tipps. Älteste Firma der Welt, 2000 Jahre alt. Dann der Chef der Firma ist unfehlbar. Und drittens, die Firma produziert etwas, das kann man weder sehen, noch hören, noch anfassen, nicht schmecken, nicht riechen, gar nicht. Man kann nur daran glauben. Jetzt wissen Sie Bescheid, ne? Die katholische Kirche. Eine ganz irre Firma, musste ich einfach mal ein Lied drüber machen. Männer in Frauenkleidern. Und dieses Lied spiele ich jetzt mal nicht live, sondern da gibt es ein Video von. Das müssen Sie gesehen haben. Das zeige ich Ihnen jetzt mal. Film ab. Pastor mit Push-Up-WH,
der Satan, schrie sie in Weibsgestalt. Sie lebt jetzt in der Heilanstalt. Er hieß Erik, war Pastor in der Pfarre St. Theodor. Der Bischof sprach: Kehr um, mein Sohn, dein Weg führt in das Purgatorium. Doch Erik tanzte weiter Cha-Cha-Cha und nannte sich nun Erika. Jemand sah ihn dann im Negligé irgendwo an der Schlusssee und fand ihn bald im finsteren Wald. Doch da war er längst schon kalt. Er hieß Erika, war Pastor in der Pfarre St. Theodor. Ach, wir sind schon wieder auf Sendung. Ja, das war, er hieß Erika, ein erschütterndes Dokument, würde ich mal sagen. Aber es muss nicht alles so traurig ausgehen, wie die Geschichte mit Erika. Die nächste Geschichte ist da noch relativ offen, die spielt im Sommer. Ich gucke schon mal nach dem Geräuschen, die es so im Sommer gibt, wenn man nämlich an der See ist. Das nächste Lied ist an der See. Da hören das schon Möwen, Meeresrauschen, ein bisschen Wind und die Sonne. Die kann man nicht hören, aber die scheint auf jeden Fall. Und das Lied heißt Sie und Er. Sommersonne, Strand, ein Tag am Meer. Es riecht nach Hang und Tombre Soleil. Nach Tang riecht es, Frauenbräunen Haut, Kinder schaufeln Sand, Männer spielen Ball, Wellen schlagen an Land. Sie liegt im Sand, schaut aufs iPhone. Neben ihr liegt er mit einer Erektion. Er streichelt ihr Bein, sie wischt herum. Er redet und lacht, sie nickt stumm. Eine Möwe schreit, er trinkt Red Bull, sie Cola Light. Ein Tag am Meer. Sie und er, die Sonne brennt. Er krämt sie ein, ihr iPhone summt,
ihn juckt das Bein. Sie raucht Pall Mall und telefoniert. Er schaut sie an und transpiriert. Dann weht ein Wind, er schwimmt im Meer. Sie kaut Spermint. Ein Tag am Meer. Sie und er. Überm Strandcafé, sie raucht Pall Mall, er bestellt Rosé. Er schaut aufs Meer, sie blickt zur Bar. Der Kellner grinst, sie streicht durch ihr Haar. Der Leuchtturm blinkt. Sie inhaliert und er trinkt. Ein Tag am Meer. Sie und er. Ein Tag am Meer. Ja, sie und er. Er wird wahrscheinlich nächsten Sommer alleine am Strand liegen. Lauf der Dinge, man sollte eigentlich nicht in Urlaub fahren, das ist zu gefährlich. Das nächste Lied ist wieder ein Lied über die Gott und die Welt. Ohne Gott, die Welt und über Ampeln. Ich muss sagen, ich hasse Ampeln. Ampeln verfolgen mich, seitdem ich mal Taxi gefahren bin, auch sehr lange her, und immer nachts um 3 vor verlassenen Straßen stand und die Ampel war rot, ich konnte nicht weiterfahren. Und seitdem habe ich immer gedacht, ich muss mal ein Lied über Ampeln machen. Und dann habe ich dieses Lied hier geschrieben und das ist heißt Die Ampeln der Stadt. Und es ist ein absolut prophetisches Lied, weil heute ist das eingetreten, was in diesem Lied beschrieben wird und was in dem Lied eine andere Ursache hat als heute, aber naja, das passt wie die Faust aufs Auge. Die Ampeln der Stadt. Ich rede mich hier noch um Kopf und Kragen. Das ist halt live. So, jetzt müsste nur die Rhythmusgruppe. So. Die Ampeln der Stadt. Ein Tiefdruckgebiet liegt auf der Stadt. Das Thermometer zeigt 6 Grad, Tropfen platschen auf den Asphalt, der Wind pfeift um die Heilanstalt. In Pfützen schwimmen Regenblasen, Krähen zerren Würmer aus dem Rasen. Die Ampeln der Stadt schalten auf Rot. Ein Bus fährt langsam um die Ecke, ein Penner pinkelt an die Hecke, Leute drängeln an der Haltestelle, ein Rentner beißt eine Frikadelle.
Ein kleines Kind bohrt in der Nase. Ein Schäferhund leert seine Blase. Die Frau an der Ampel wartet auf Grün. Männer halten Frauen im Arm. Ein geparktes Auto hupt Alarm. Schlaraffe, ja, gibt Preisrabatt. Wolken liegen auf der Stadt. Die Spielothek wirbt, spiel doch mit. McFritt verkauft frische Pommes frites. Ein Mann mit Rucksack wartet auf Grün. Im Rinnstein schwimmt eine tote Ente. Die SPD will die Grundrente. Ein Flaschensammler wühlt im Dreck. Ein Anzugträger schaut schnell weg. Vom Bahnhof inhalieren Raucher. Eine Kehrmaschine fegt den Vorplatz sauber. Der IC in Gleis 3 wartet auf Grün. Wind zerrt an den Werbeplakaten. Schlangen warten an Automaten. Leute ziehen Rollkoffer. Im Gang liegt ein Besoffener. Nachtschicht im Polizeirevier. Ein Rucksack liegt auf Bahnsteig 4. Die Welt steht still und wartet auf Grün. Ja, vielen Dank. Ich hoffe ja, dass Sie noch da sind. Kann Sie ja leider nicht sehen, da auf einen Gym. Ja, passt eigentlich ganz gut zum nächsten Song. Ich bin ja völlig alleine, bis auf meine entzückende Tochter Lotte. Komm mal rein. Hallo. Ja, das ist Lotte, mein Nummerngirl. Sehr schön. Singt übrigens auch sehr gut, demnächst in diesem Theater. Ja, das nächste Lied ist eigentlich auch sehr aktuell. Das heißt, dieses Bad ist nicht groß genug für dich und mich. Und das passt hier wunderbar rein. Ich bin praktisch allein, wenn man jetzt Lotte mal wegdenkt, bin ich ja völlig allein. Und Sie sind irgendwo da draußen. Das Lied ist jetzt auch nicht live, sondern es gibt ein Video davon, das ich Ihnen auch nicht vorenthalten möchte. Und das ist halt auch so, dass ich das hier gar nicht so darstellen kann. Deswegen jetzt das Video. Film ab. Ich stehe
als mir den Bart. Endlich allein, ich schalt die Zahnbürste ein. Im Spiegel ist ein Mann, der schaut mich seltsam an. Sein Kopf ist fast kahl, die Haut wie Resopal. Er grinst wie ein totes Pferd, irgendwie spiegelverkehrt. Steckt meine Zahnbürste in seinen Mund. Ich sag ganz ehrlich, entweder du oder ich. Das Bad ist nicht groß genug für dich und mich. Ja, das war das Bad ist nicht groß genug für dich und mich. Das können Sie neben anderen Videos von mir auf meinem YouTube-Channel sehen, wie hier gerade von Lotte gezeigt. Aber auch auf meiner Website Albrecht, also www.albrecht-koch.de. Ja. Und Facebook und so, das hat ja Leute alles schon hier reingezeigt. Also ich bin auf mehreren Kanälen irgendwie zu sehen. Was ich Ihnen jetzt nochmal ans Herz legen will, ist diese Platte. Ein großes Werk, also man muss ja objektiv bleiben, auch wenn es um einen selber geht. Ein großes Werk zumindest auch von der Buchbinderin, die das gebunden hat, in Handarbeit. Mit vielen schönen Polaroids und natürlich all meinen Texten. Also ich zeige mal ein Polaroid. Er hieß Erika. Na, das ist doch ein schöner Pastor. Dieses Werk können Sie bei mir persönlich bestellen, bei der Mailadresse albrecht-koch@netcologne.de. Es wird, Lotte sucht es gerade. Aber ich sage es einfach auch nochmal, albrecht-koch@netcologne.de. Ja, und wenn Sie mich dann wirklich mal selber sehen wollen, kann ich jetzt leider nichts sagen, weil wir wissen ja nicht, wann wir armen Musiker endlich mal wieder auftreten dürfen. Aber wenn, dann werde ich auf jeden Fall zu sehen sein im Club der Enthusiasten. Das ist eine Veranstaltungsreihe, ja, Club der Enthusiasten, hier in diesem Haus, alle zwei Monate, leider ist gleich nach dem ersten tollen Event die zweite ausgefallen, dank Corona, aber sobald Corona vorbei ist, werden wir das weitermachen und in diesem Club der Enthusiasten werden immer drei Künstler auftreten, verschiedene Bereiche, nicht nur Musik, sondern auch Comedy oder Lesen. Und ein unterhaltsamer Abend. Und der erste Abend war ja so ein Erfolg. Die 60 Leute haben alle gesagt, sie kommen auf jeden Fall beim zweiten Mal wieder. Wie gesagt, Corona ging nicht, aber ich hoffe, sie werden kommen. Und wenn sie kommen wollen, dann
melden sich einfach an bei mir, ne, bei albrecht-koch@netcologne.de. So, das war's. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns bald. Ciao. Ich glaube, es ist alles aufgenommen. Ich hoffe.